Tinder anschreiben. In diesem Video werden wir über die zwei Optionen sprechen, wie du es schaffen kannst, anders zu sein als die anderen Männer und natürlich auch, wie du es schaffst, dass dir viel mehr Frauen zurückschreiben werden. Hi, mein Name ist Andreas Lorenz und sicherlich kennst du die Situation, dass du auf Tinder ein Match hast und dich dann fragst, was soll ich denn der Frau schreiben? Mir fällt einfach nichts ein. Und ich kann das sehr gut verstehen, weil die meisten Männer haben da einfach eine Blockade, sind unkreativ. Und dann kommen eben solche Standardaussagen wie beispielsweise, hey, wie geht's dir? Na, wie war dein Wochenende? Wow, du siehst ja total schön aus in dem Kleid. Das ist ja alles nett gemeint. Aber letzten Endes führt das nicht zu Interesse, nicht zu Anziehung und es weckt auch keinerlei Neugierde. Das ist auch der Grund, wieso die meisten Frauen da nicht antworten. Einfach, weil sie damit ein nicht so gutes Gefühl haben. Verknüpfen. Die denken sich, ja, das ist schon wieder der 20. Typ, der mir die gleiche Nachricht schickt. Und vor allem kommunizierst du auch damit, dass du dich nicht wirklich mit ihrem Profil auseinandergesetzt hast und dass du vielleicht auch eine Copy-Paste-Nachricht an alle Frauen verschickst und einfach schaust, wer dir zurückschreibt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dann auf ein von zwei Optionen beziehen. Und ich möchte noch vorweg erwähnen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass du an deiner Kreativität arbeitest. Ich weiß, vielen Männern fällt schwer und auch ich habe daran arbeiten müssen. Ich kann dir aber garantieren, wenn wir dann auch gleich die Praxisbeispiele durchgehen, wenn du die richtigen Fragen stellst, kommst du auch sehr schnell an andere Anhaltspunkte, die du nutzen kannst, um ihr dann zu schreiben. Und das ist keine Raketenwissenschaft, sondern das ist wirklich simpel. Und damit schaffst du es, dass die Frau einfach mehr Neugierde gewinnt, dass sie sich denkt, wow, was ist denn das für ein Typ? Der ist ja total interessant, ich will einfach mehr erfahren über ihn. Und zum anderen bist du halt anders als die 80-90% der Männer da draußen. Und das ist wiederum auch ein positiver Effekt, der dann auf dich zurückgeführt wird. Die zwei Optionen, die wir also jetzt bedienen müssen, ist oder beziehungsweise ein von diesen beiden Optionen ist nämlich, dass wir uns auf ihre Informationen stützen. Denn wir haben ja zum einen die Profilbilder oder Bilder allgemein und zum zweiten haben wir den Profiltext beziehungsweise die Tinder-Bio. Und auf einen von diesen zwei Sachen müssen wir uns stützen, damit wir daraufhin eine Nachricht schreiben. Und damit du das Ganze besser verstehen kannst, wie ich da an die Sache herangehe beziehungsweise welche Fragen ich mir auch stelle, um darüber hinweg auch eine gute erste Nachricht zu formulieren, das möchte ich dir jetzt gerne auch zeigen. Du siehst neben mir jetzt eine Frau eingeblendet. Und die erste Frage, die ich mir immer stelle, was sind die Details in diesem Bild? Schau dir einfach mal das Bild an, du kannst auch das Video pausieren und dich einfach mal fragen, was fällt dir auf? Bei mir ist es so, sie hat zum einen die Augen geschlossen, die Sonne scheint, das heißt, sie genießt diesen Moment. Dann hat sie auch noch einen Kaffee in der Hand. Ja, das heißt, sie liebt es auch Kaffee zu trinken, weil ansonsten würde sie den auch nicht in der Hand halten, richtig? Und das sind eben schon ein paar Details, die wir nutzen können, um uns dann bei der ersten Nachricht beim Anschreiben darauf zu beziehen. Im zweiten Schritt frage ich mich dann auch immer, wie wirkt die Frau auf mich? Ja, ich habe das jetzt vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Sie wirkt ja so, als wenn sie das Ganze genießt. Und daraufhin kann man dann eine Nachricht schreiben. Und hier ist es ganz wichtig, dass du positiv bist und dass die Nachricht halt eben jetzt auch nicht so ein Kompliment gleich mit sich bringt, weil Komplimente machen auch die meisten Männer, sondern frag dich wirklich, was macht sie aus? Was ist das Besondere an ihr? Und ich würde ihr zum Beispiel schreiben, du wirkst so, als wenn man dich mit ein bisschen Sonne und Kaffee glücklich machen könnte. Das wäre halt so meine Art und Weise, ihr zu schreiben, weil wir schaffen damit eine positive Botschaft. Wir zeigen ihr auch, dass sie uns eben, dass etwas an uns, ja, ihr ist an uns, oh, jetzt kann ich schon kein Deutsch mehr. Es gibt cool, also es gibt natürlich, und da ich, also, wie soll ich sagen? Sprachen lernen, Bubble. Es ist etwas, was uns aufgefallen ist an ihr und daraufhin schaffen wir dann halt eben eine andere Nachricht. Das ist halt eben ein viel besserer Ansatz, als wenn du ihr schreiben würdest, wow, du siehst total sympathisch aus. Also wenn du auf die Details gehst und wenn du diese Details kommunizierst beziehungsweise dich fragst, wie sie wirkst, kommst du auch viel schneller zu einer Nachricht, die besonders ist, die anders ist und die auch dazu führt, dass die Frau dir dann auch zurückschreiben wird. Aber was ist, wenn du jetzt in ihrem Profilbild oder in Bildern allgemein keine Informationen hast? Wenn sie zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Bild verwendet und im Hintergrund nichts zu sehen ist. Ja, für solche Fälle haben wir vielleicht noch ein bisschen Glück und zwar aufgrund des Profiltextes. Hier habe ich jetzt auch ein Beispiel für dich parat
Und da hat sie geschrieben, so an sich bin ich einfach gestrickt. Bring mir Pizza und ich hab dich gern. Ich persönlich würde mich jetzt darauf beziehen und würde sagen, du hast echt Glück, ich bin Pizzakurier und wenn du brav und anständig bist, bringe ich dir vielleicht sogar eine Pizza mit. Irgendwelche Wünsche? Das ist eine coole Möglichkeit, weil du eben damit auch den Bezug schaffst. Du zeigst der Frau, ich interessiere mich für dich, ich habe dein Profil gelesen und vor allem schaffst du auch damit eine spielerische Art und Weise. Und die erste Nachricht ist ja auch entscheidend, denn wenn du irgendwie etwas schreibst wie hey, wie geht's oder was machst du so, dann wird das Ganze sehr rational, sehr seriös und es geht beim Flirten und in der Kommunikation immer um Gefühle. Wenn die Frau mit dir Spaß hat, schon von der ersten Nachricht an, dann wird sie sich denken, dass das Date, das ihr dann haben werdet, auch lustig sein wird. Und demnach hebst du damit auch ihre Stimmung und sie ist auch viel eher bereit, dir dann auch die Handynummer zu geben, beziehungsweise sich mit dir zu treffen. Im Übrigen, solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, beziehungsweise regelmäßig Tipps haben wollen zum Thema, wie man bei Tinder mehr Dates bekommt, wie man allgemein mit Frauen gut wird, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, denn ich publiziere regelmäßig Videos dazu und verhelfe Männern, aber natürlich auch Frauen zu mehr Erfolg. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die nächsten zwei Praxisbeispiele an, die ich für dich hier parat habe. Bei dem ersten stand nicht wirklich viel in ihrem Profil und auch aus den Bildern konnte man nicht so viel rausziehen, aber sie hat eine Information gehabt, die halt anders war. Und zwar hat sie bei ihrem Arbeitgeber reingeschrieben, die Weltherrschaft. Und wie du sehen kannst, habe ich mich darauf eben bezogen. Ich habe geschrieben, du arbeitest bei die Weltherrschaft, noch auf der Suche nach einem Komplizen. Und das ist eben auch eine gute Möglichkeit. Du musst hier nicht irgendwie etwas bringen, wo du dir denkst, Wahnsinn, die Nachricht habe ich im Labor entwickelt. Ja, Tag und Nacht bin ich da gesessen und habe mir überlegt, was ich der Frau schreiben kann. Sondern es reicht einfach, wenn du eine Nachricht nimmst, die einfach anders ist. Und du siehst einfach dieser Bezug für, ja, was auch ein bisschen spaßeshalber von ihrer Seite war, schafft eben eine gute Möglichkeit, dass sie dann auch spielerisch darauf antworten kann. Und man kann darüber hinweg auch recht easy das Gespräch weiterführen. Im nächsten Beispiel ist es so, dass ich in ihrem Profil kaum was entnehmen konnte und dass da einfach nichts drinnen stand, weder im Profiltext noch im Profilbild. Aber mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar ist es so, ich bin 29 und sie war 36 und darauf habe ich mich bezogen, habe geschrieben, du bist 36. Bin ich dir mit 29 nicht zu jung? Hat natürlich auch so ein bisschen kleinen Flirt, ja, dass man das Ganze so ein bisschen initiieren kann. Und das ist auch eine super gute Möglichkeit. Und wie du siehst, es funktioniert. Also du musst daraus keine Raketenwissenschaft machen. Du musst nicht da stundenlang drüber nachdenken, was du der Frau schreibst, sondern es reicht völlig, wenn du dir fragst, was an der Frau ist besonders, was ist außergewöhnlich, was passt vielleicht auch nicht, aber im positiven Rahmen und dann kannst du ihr diese Nachricht daraufhin schicken. Und ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. Gerne kannst du mir auch in den Kommentaren hinterlassen, was du so den Frauen schreibst, was für dich funktioniert hat. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer viel Erfolg.